Ihr wollt einen Silent PC selbst zusammenbauen und jetzt habt ihr das Video eingeschaltet, weil ihr natürlich wissen möchtet, auf was ihr alles achten müsst. Ich habe mir selber einen zusammengestellt, deshalb können wir jetzt auch mal konkret über die Bauteile sprechen, die ich verwendet habe und was es sonst noch so zu beachten gibt. Hier seht ihr schon mal unsere Roadmap für heute. Falls euch ein Thema Besonderes interessiert oder euch eins eben nicht interessiert, ich habe Sprungmarken gesetzt, also ihr könnt ganz einfach Themen auch überspringen, wenn die euch nicht interessieren. Ich habe hier erstmal aufgeschrieben, was ich persönlich unter einem Silent PC verstehe, so wie es jetzt auch in dem Video behandelt wird. Bei Office-Arbeiten oder einfachen Standardarbeiten sollte der kaum hörbar bis unhörbar sein. Unter einer Lastsituation, sei es Rendering von einem Video oder natürlich beim Gaming, ist klar, dass der hörbar sein wird. Also der wird nicht unhörbar sein unter Last, aber es sollte immer noch ein einigermaßen erträgliches und angenehmes Geräusch sein. Am Anfang müssen wir uns die Frage stellen, nehmen wir eine Wasserkühlung oder eine Luftkühlung? Ich habe mich für die Luftkühlung entschieden. Bin davon ausgegangen, dass ich bei einem Silent PC eher eine Wasserkühlung anbieten würde. Bei meiner Recherche habe ich aber herausgefunden, dass dem nicht so ist. Am Ende ist eine Wasserkühlung auch nur eine Luftkühlung, weil ja die Hitze trotzdem an die Luft abgegeben wird und es genauso Radiatoren verbaut werden müssen. Zusätzlich hat man noch eine Pumpe im Gehäuse und auch die macht Geräusche. Zu guter Letzt ist das Ganze auch eine Preisfrage. Und wenn man eher auf Silent aus ist, dann sollte man eher auf Luftkühlung setzen. Wenn man eher auf Performance aus ist, dann wäre die Wasserkühlung interessant. Kommen wir also zum CPU-Kühler. Ihr werdet sowohl bei eurer CPU als auch beim Kühler einen TDP-Wert in Watt angegeben finden. Der Wert des Kühlers sollte mindestens den Wert des CPUs haben, damit er die Wärme auch abführen kann. Wenn ich aber einen Silent-PC will, will ich ja möglichst niedrige Drehzahlen meines Luftkühlers haben. Das heißt, ich nehme im Optimalfall bei meinem Kühler eine TDP, die deutlich über dem der CPU liegt. Das heißt am Ende auch, dass wahrscheinlich der Kühler nie an seine Grenzen kommt, aber das muss er ja auch gar nicht, ich will ihn ja möglichst leise haben. Als Daumenregel kann man sagen, dass umso größere Lüfter weniger drehen müssen, also eine niedrigere Drehzahl bei gleich hoher Kühlleistung haben. Als Beispiel mal habe ich mal hier unten aufgeschrieben, mit was für Drehzahlen beim AMD Wraith Prism zu rechnen ist. Im Auslieferungsmodus ist er im Low-Modus oder im Low-Setting, wie es hier genannt wird, und schon da rennt er auf 2750 RPM. Dazu hatte ich mal ein separates Video gemacht, könnt ihr mal in die Videobeschreibung schauen. Mein Alpenföhn Brocken 3 wiederum, der hat eine Maximaldrehzahl von 1050 RPM. Allein daran kann man schon ungefähr sich ausrechnen, wie laut oder leise so ein Lüfter sein wird. Ich habe mal 4 Beispiele für Lüfter aufgeschrieben, die sich für so einen Silent PC eignen. Die habe ich einfach mal recherchiert. Die liefern alle gute Werte, vor allem dann, wenn ja nicht so viel Last auf dem PC ist und man dann halt bei ganz normalen Office-Arbeiten einfach so gut wie nichts vom CPU-Kühler hört. Was nie eine gute Idee ist, so zum Abschluss, ist, den einem mitgelieferten Lüfter zu benutzen. Also der AMD Wraith Prism ist so einer, das ist ein Boxkühler. Ja, da hat man einfach keinen Spaß mit. Ja, kommen wir zur Grafikkarte, also zur GPU-Kühlung. Da gibt es gar nicht so viel dazu zu sagen. Ich würde euch 2 Dinge empfehlen. Erstens, wenn ihr den Kühler benutzen wollt von der Grafikkarte, also keinen anderen montieren wollt, dann nehmt einen semi-passiven. Semi-passiv bedeutet, dass der bis zu einer bestimmten Temperatur nicht anspringt. Das heißt, ihm reicht die Fläche des Kühlkörpers, die er schon drauf hat, zur Passivkühlung. So eine habe ich mir genommen. Da kann ich auch absolut nichts Negatives zu sagen. Meine Sapphire, die springt bei 52 Grad erst überhaupt an, also der Lüfter. Und vorher passiert da gar nichts. Im normalen Office-Betrieb komme ich normal nicht mal über die 40 Grad. Von daher habe ich da so gut wie gar kein Risiko, dass überhaupt der Lüfter einmal angeht. Das finde ich eine super Sache und kann ich auch nur jedem empfehlen. Wenn man jetzt aber nicht auf Leistung verzichten will und trotzdem möglichst leise Temperaturen haben will, dann sollte man sich mal den Arctic Accelero Extreme 4 anschauen. Der ist genau für solche Szenarien gedacht. Der läuft relativ leise, aber bei immer noch einer sehr guten Kühlleistung. Sei aber auch dazu gesagt, die Montage ist recht aufwendig. Ich habe auch noch hier unten 2 Links. Einmal bei Geizhals kann man schauen, welche Grafikkarten alle einen semi-passiven Modus haben. Bei Computerbase gibt es auch nochmal einen Test, wie die mit eingebauten Kühler bei der Grafikkarte, so wie laut die werden. Was auch nicht schlecht ist, ist immer mal ein Forum zu benutzen, entweder eine Frage reinzustellen oder mal zu gucken, ob das schon jemand gefragt hat. Da werden ja auch Erfahrungen mit speziellen Grafikkarten und deren Lautstärke ausgetauscht. Ja, kommen wir zum Gehäuse und das spielt eine nicht zu unterschätzende Rolle. Auch hier gilt wieder, nehmt große Lüfter. Umso größer die sind, umso weniger müssen die sich drehen, umso leiser sind die auch. Ich habe mich für ein schallgedämmtes Gehäuse entschieden und das habe ich auch nicht bereut. Großes Thema bei Gehäuse ist auch immer Vibration. Wenn ich an irgendeiner Stelle einen Lüfter habe, der nicht so sauber läuft und die Vibration aufs Gehäuse überträgt, macht das keinen Spaß. Im Optimalfall sollte man Lüfter haben, die keine Vibrationen erzeugen.
hat man welche, die Vibrationen erzeugen, möchte die nicht austauschen, dann gibt es so kleine Gumminupsis, die man benutzen kann, um die am Gehäuse zu befestigen. Dann werden die Vibrationen eben nicht aufs Gehäuse übertragen. Beim Gehäuse sollte man auf einen modularen Aufbau achten, so dass man Barrieren rausnehmen kann, die den Luftstrom einschränken könnten. Zum Beispiel Festplattenschächte, die man ja in der Regel nicht häufig benutzt oder zumindest nicht alle benutzt. Kabelmanagement ist da auch nochmal ein Thema. Auch dafür sollte das Gehäuse eine Vorrichtung haben, einfach um zu verhindern, dass die ganzen Kabel irgendwie im Luftstrom hängen und die Luft nicht fließen lassen. Ja, aber Netzteil ist ganz einfach, da nimmt man einfach ein Be Quiet Netzteil. Also ich bin nicht gesponsert jetzt von Be Quiet, aber ich habe mit denen immer gute Erfahrungen gehabt. Vor allem, wenn die Lüfter aus ihrer Silent Wings Serie eingebaut haben, dann sind die quasi unhörbar. Man sollte auch die Wattzahl des Netzteils nicht zu gering wählen, einfach deshalb, weil das sonst immer am Anschlag läuft und entsprechend auch der Lüfter hochdrehen muss. Ich hatte ja beim Gehäuse schon mal was zum Kabelmanagement gesagt. Wenn man ein modulares Netzteil nimmt, wo also nur die Kabel angeschlossen werden, die man auch tatsächlich dann im Gehäuse benötigt, hat man weniger Kabel rumhängen im Gehäuse und auch da kann das wieder einen positiven Einfluss auf den Luftstrom haben. Wenn ihr euch dafür entscheidet, zusätzlich zu eurer SSD, wo sicher euer Betriebssystem drauf bootet, eine HDD noch zu nehmen, da gibt es auch ein paar Dinge zu beachten. Erstmal geben die Hersteller auch die Lautstärke an, aber wie das halt immer so ist mit diesen Herstellerwerten, ob man die für voll nehmen kann, naja. Man kann darauf achten, dass man einfach eine Festplatte nimmt mit weniger RPM, aber viel wichtiger als die ersten beiden Dinge sind, die muss entkoppelt sein. Ich habe vor 7 Jahren mal ein Video zu diesem HDD Vibefixer gemacht. Das werden die besten 17 Euro sein, die ihr in diesen PC investieren könnt. Die haben immer Laufgeräusche, die Festplatten, und wenn die nicht entkoppelt sind, gehen die immer aufs Gehäuse über und der verstärkt das Ganze nochmal. Benutzt diesen Vibefixer, also um den kommt ihr wirklich nicht drum. Es gibt quasi auch nur den. Es gibt noch so ein paar Billiglösungen, die kann ich aber nicht empfehlen. Das Teil ist wirklich Gold wert. Wenn euch das Video weitergeholfen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen nach oben. Schreibt mir doch auch mal in die Kommentare, was man noch so beachten kann bei einem Silent PC und welche Komponenten ihr so verwendet und mit welchen Komponenten ihr zufrieden seid oder wo ihr auch schon Probleme hattet.